Jubilation in the streets as gay rights supporters celebrate marriage equality. On Sunday, nearly two-thirds of Swiss voters, some 64%, voted to legalize same-sex marriage. The director of the Yes campaign said the result was better than she could have hoped for. Un soulagement, une immense joie et un grand soulagement de voir que tout ce travail a vraiment porté ses fruits. L'ensemble de cantons disent oui, c'est quand même assez incroyable. On voit que les Suisses ont vraiment glissé un oui extrêmement massif dans les urnes. Gay rights supporters say this is a historic moment. Es ist ein unglaublicher Sieg. Wir haben heute wirklich getragen von der Schweizer Gesellschaft ein sehr deutliches Zeichen für die Menschenrechte, für die Würde, für die LGBTI-Community erhalten. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist dieser Schritt nach jahrelangem Kampf, nach jahrelanger Diskriminierung einfach nur überwältigend. Switzerland is one of the last countries in Western Europe to legalize gay marriage. Since 2007, same-sex couples have been able to enter into civil partnerships. Starting next July, gay couples will be able to marry and also adopt. Lesbian couples will be allowed to have children through the use of sperm donation, a practice that until now was only legal for married heterosexual couples.